Ja, Lissy, im Mai wird der Filmpreis verliehen. Hallo zu Leute heute. In einem Monat werden die deutschen Filmpreise vergeben und seit dem Wochenende wissen wir, wer Chancen auf eine Lola hat. Wir waren beim Treffen der Nominierten in Berlin dabei. Toni Gahn und Alex Pettifer sind noch nicht mal 3 Jahre verheiratet und lassen sich schon wieder scheiden. Aufmerksame Instagram-Beobachter haben schon vor einiger Zeit bemerkt, dass sich die beiden nicht mehr gegenseitig folgen und sie sogar Posts mit ihm gelöscht hat. Was man ganz ohne Worte doch so alles verraten kann. Erinnern Sie sich an das Denver Clan Beast John Collins? Sie war jetzt zu Besuch in Deutschland. Inzwischen ist sie 89. Ein Fernsehsender hat sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und in London werden die Straßen voll sein, wenn König Charles am 6. Mai gekrönt wird. Seit heute wissen wir, Winke, Winke vom Balkon geben wird. Ja, der kleine Prinz Louis freut sich sicher auf noch mehr Kuchen. Im Kino läuft gerade ein Film mit Alexander Skarsgård. Der Schwede hat früher gemodelt, bevor er für den Film entdeckt worden ist. Und er hat schon mit Hollywood-Größen wie Nicole Kidman und Reese Witherspoon gedreht. Im Februar war er in Berlin, hat auf dem roten Teppich Toter Mann gespielt und seinen Streifen Infinity Pool vorgestellt. Gleich bei uns die Schauspielerin Anna Schutt. Sie verrät uns, was sie an den Rheinländern so mag und warum sie und ihr innerer Schweinehund inzwischen Freunde geworden sind. In wenigen Sekunden geht's weiter. Schön, dass Sie bei uns sind. Anna Schutt, 10 Jahre war sie als Tatortkommissarin im Einsatz und ist Verbrechern hinterhergerannt. In den letzten Wochen ist sie dann noch mehr gerannt für eine neue Rolle. Laufen heißt der Film und läuft heute Abend. Ich melde mich morgen wieder. Schönen Abend. Tschüss.